Hallöle! In der letzten Folge hat uns Vic angefunkt. Ich glaube, Vic war es, ne? Der wollte uns den roten Teppich ausrollen, hat er gesagt. Aber bevor wir erstmal weitergehen, holen wir uns natürlich ein bisschen Muni, bevor ich die wieder zerschrotte oder so. Und wir nehmen natürlich die Mitarbeiter. Okay. Wer ist er denn? Ein Opi. Espen, Radiowärme. Experience the pinnacle of luxury at the breathtaking Summit Ski Resort and Lodge. Board our motor coach in downtown Aspen for a secluded mountain getaway in one of our cozy rustic cabins. Spend the day on one of our private slopes. And then retire to our Swiss-style chalet for an après-ski cocktail or a warm cup of cocoa. Enjoy live music at the Edelweiss Lounge or unwind in our indoor pool and sauna. Ski season is almost here, so book your stay today at the Summit Ski Resort and Lodge. Okay. Nette Werbung. Please don't let him find me. Was? So schnell konnte ich nicht lesen. I thought I was gonna have to make a run for it or eat my own fingers or something. Name's Opie. I've been hiding in there since Vic and his crazies rolled through. Eating the food saved up for my trip home. Listening to the screams. Hearing weird sounds. Wondering where they'd, you know, find me and kill me. Like breathing. Slow and steady with clicks and whistles in it. I caught a glimpse of some skinny, long clawed thing. Wieso denn ihr? Ist doch nur einer. It's good to hear that. I ain't never been no fighter, buddy. Not like you bunch. You're the Rangers, ain't you? I've been hearing about you, you know, fighting them Dorseys down in the city, shooting your way across Colorado. Gotta say, I expected you to be tough, but this. Er schweift ab und schüttelt den Schlagfeld hinter euch. Hey, buddy. Welcome back. You here to talk or trade? I'm a trader. Like I said, out of Colorado Springs. I drive back and forth sometimes, selling supplies. Good stuff, by the way. Real good stuff. I also carry messages and mail up for anyone stuck on 82 duty. I guess that's over now. Vic and his pals have pretty much killed everyone. No one's gonna be using this place for rest and relaxation for a good long time. Well, you know, how the road up here is called 82, that's part of it. But it comes from an old saying. If you say he was 86th, that means he was driven out 80 miles and buried 6 feet under. So, 82 duty, it's like that. You ain't dead, see? You just wish you were, and you're still in the middle of nowhere. That was before, anyway. Everyone who got sent up here on 82 duty is probably 86th, good and proper. No more complaints, no more card games, no more packages for the family at home. Oh, sure, buddy. Hey, here you go. Was denn das? Ein Bärenanzug. Den muss ich kaufen. Den nehmen wir auch. Verbund. Was hast du so an Waffen? Kyroschneider. Zylinderblockhammer. Oh, nicht schlecht. Pump-Shotgun. 197, 270. Schwarzer Stern. Ausrüstungszeile. 146, 200. Nehme ich. 32, 39. Das ist so Standard, ne? Das würde mich interessieren.
Aber die ist zu schlecht, ne? Die beiden hier. Level 10 Sturmgewehr, Pulspistole. Das ist natürlich ein bisschen schwach, ne? Aber ich könnte rein theoretisch die kaufen. Automatische Waffen. Die kaufen und so eine Energiewaffe machen. Probiere ich mal aus. Warte mal. Jetzt bin ich wahrscheinlich so dumm. Ich habe eine viel bessere. 36, 41. Pass mal auf. Warte mal. Todespflanze? Nein, wo war's? Wo war das scheiß Scharfschützengewehr? Da. Schwarzer Stern. 240. Ich würde gerne mal ausprobieren. Modifizieren. Energieschaden. Plus 2. Bestätigen. Herstellung. Uno Momento. Wir machen mal kurz Munition. Panzerung. Waffenmods. Computerunterstütztes Laservisier. Nice. Ultraviolettes Laservisier. Okay, ich muss irgendwie seltene Sachen finden. Voll Choke. Warte mal. Hey, buddy. Welcome back. You here to talk or... Oh, sure, buddy. Yeah, here you go. Ja, ja. Den nehme ich mal. Explosionsschaden, nice. Okay, mehr hat er aber nicht. Okay, schade. Waffen und Rüstung können wir irgendwann mal wieder verticken. Okay, wir machen einfach mal weiter. And they're shooting anything that moves. Sounds like a fucking war zone out there. I don't know what the fuck I'm gonna do. I locked myself in the back room with most of my gear, but I lost my damn glasses out in the snow. I just gotta lay low and hope nobody comes looking. Been about 24 hours since the attack, I guess. Didn't get much sleep. Shooting stopped mostly, but I could still hear screams up by the lodge. Awful sounds. It's been 3, maybe 4 days now. Quiet out there. Most everybody must be dead. Missing from the dream. We know you took them. Come to us. Come and die. Okay, ich habe nichts mitgelesen hier. Ich komme auf jeden Fall irgendwas picken. Hallo? Verteidigung, jetzt Verteidigung. What is this? You're in the machine. Verwaltungsbüro. Okay, Alter. Alter. Wieso kann ich den nicht? Der leuchtet. Was passiert denn, wenn ich jetzt von der anderen Seite? Dann kann ich die eigentlich flankieren. Ne? Warte mal, das machen wir mal.
feel refreshed. I feel refreshed. Du gehst dahin, Minimi geht dahin. Ein Escheran. Keine Ahnung, du gehst dahin. Und du gehst dahin. Da ist der Flammentyp, ne? So, weiter geht's. Erstmal den. Minigun ist geil. Minigun ist richtig gut. Ducken bitte. Hammer bitte auf Schnauze hauen. Los, Klon, hau ihn um! Okay, ich glaube, den habe ich. Das war gut gelöst, fand ich. Das war gar nicht mal so schlecht. Haben wir irgendeinen Schlüssel wieder eingesammelt? Oh, so weit. Hä? Okay. Kamera ist von alleine runtergegangen. Ein Toaster. Jo, nehmen wir auch gerne. Hallo Operator, willkommen zum Senken-Info. Senken. Oh, cool. Nicht cool, ne? Also schon cool, dass es so gemacht wurde. Nur ein bisschen krank. Rangers. Corporal Woodson, what's going on down there? I'm hearing a lot of foot traffic up here. Sounds like they're sending a squad of breathers down the gondola. Sounds like you made it past their initial defenses, but I suspect they're setting up an ambush further ahead. You'll have to fight your way to the gondola, the old ski lift that can take you to the summit. Actually, I picked up some chatter that might help. Word is there's some breathers trying to retrieve a weapons cache from a bunker. Seems they tripped some kind of 100 family defenses. I don't know where the bunker is exactly, but it should be across the bridge. If you can take out those breathers and get those weapons, I'm sure they will come in real handy once you get up to the gondola. Good luck, Rangers. We're counting on you. Okay, die befreien wir auf jeden Fall. Looking for the way out, Rangers? Well, well, well. Like I tell all my guests, if you've got what it takes, you can leave anytime you want. Just follow the signs. Ist das nicht richtig dumm? Man schickt den Hölle auf Erden. Das ist ein. Woodson hat eine Waffenkammer in einem Bunker erwähnt. Wenn
uns Zeit bleibt, sollten wir uns das mal ansehen. Mäßig aus, ne? Nein. Ciao. Schauen wir mal, was die neue Waffe so kann. Ah, Tür ist zu. Okay, verstehe. Ich habe Angst, dass da noch mehr kommen. Erstmal nur den, sonst hätte ich den umgehauen, aber sonst habe ich da nachher noch mehr auf die Fälle. Das wollen wir natürlich noch nicht. Oh, siehst du, da sind auch noch zwei. Drei. Shit. Ist er auch da? Okay. Sehr gut. Okay, zerschreddert. Drogentank. Wow! Hat eine Bombe gemacht. Schon gut, Bums. Sag mal, was da so ist. Keiner mehr, okay. Okay. Schein gehabt. Na, kriegst du ihn komplett? Ich glaube leider nicht. Ah, doch, sauber. Nur noch der da. Musst du wohl auf Partykumpel zu schießen? Oder?
A-Loch. Eigentlich könnte ich... Ach komm, scheiß drauf. Kassiere ich halt ein, zwei. Mini-Me. Kriegst du den? Oh, zumindest einmal schlagen, wa? Komm schon, Butterfly. Gib alles. Wow. Nicht schlecht. Sauber. Geil. Ich mag die Minigun. Lassen wir sie mal kommen. Schön. Schönes Ding. Autsch. Autsch. Wichser. Oh, das ist so ein großes Hündchen. Versuchen wir erstmal die hier loszuwerden, ne? Den kriegst du hin. Rangers, what's in here? Overheard the guards saying they lost contact with the squad at the bunker. You secured the weapons cache. This is best to be expected. Worried about the other Rangers up here, though. Gear up. Move out as soon as you can. Here in foot traffic. I think they're waiting shit. I have to go. The guards are making their rounds. What's it now? Okay, 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 okay. Es wird dringend. Sag mal, was ihr Nettes hier habt. Sache, hier ist auch was Brauchbares. Okay. Ist jetzt nicht so geil. Vielleicht. Vielleicht. Leichtgewichtiger Lauf. Ist jetzt nicht so der Burner.
Betriebssystem offline. Hallo? Okay, war jetzt nicht so der Hammer. Bisschen enttäuscht. Kann man hier raus? Kann man hier? Nee, schade. Das wäre geil gewesen. Okay, Bunker geräumt. Wir müssen dringend nach oben. So schnell wie es geht. Hat er gesagt. Nur wo ist hier schnell wie es geht? Auf. So, und dann können wir gerne wieder den anderen eben aufsetzen, den anderen Helm. Ovara. So. Brauchen wir keinen Punkt ausgeben, ne? Clever. Ab und zu passe ich auch mal auf. Jetzt habe ich nicht mitgelesen. Was war das? Kransteuerung steht zur Verfügung. Alles klar, jetzt komme ich da rein. Okay, Blödsinn, brauche ich nicht. Thank you. Frage ist jetzt, will ich hier durchgehen? Das sieht nicht sehr einladend aus. Oder will ich hier durchgehen? Was ist das für ein Zeichen hier? Ah! Okay. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Ich will natürlich unsere Rekruten unbedingt retten. Das ist echt gemein, eine Mine vor der Arzneikiste. Das sieht aus als... wenn es hier ganz schön abgeht. Ich guck mal hier hinten. Obwohl da vielleicht, das sieht nämlich, also offensichtlicher kann man eine Falle nicht gestalten. Aber wir sind einfach so dumm und gehen da voll durch. Sure hope I'm seeing things again. Alter, kranke Scheiße. The question you have to ask yourself is, do you have a burning desire to be free? Do you have fire with purpose? Or just on fire? Geht hier wieder zu.
Okay, das war jetzt das Rätsel. Das ist so eine kranke Scheiße hier. Okay. Keine Ahnung, ob ich da geduckt gehen muss. Now let's see if you can cut it in a high stress environment. Keine Ahnung, wie wir da durchkommen sollen. Ich würde sagen, wie immer sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.